Es sieht aus wie ganz normales Paddeln, doch hinter dieser Sportgruppe steckt noch sehr viel mehr. Denn die meisten der Pink-Paddler haben nicht nur den Sporttrieb gemeinsam, sondern noch etwas anderes. Die Diagnose Brustkrebs. Nach der Behandlung und den Reha-Maßnahmen haben die Betroffenen einen Weg gesucht, um in den Alltag zurückzukehren. Da war natürlich hier Sport und Gemeinschaft für mich sehr wichtig, weil die Gemeinschaft einen halt auch aufhängt. Im Floßhafen von Worms achtet jeden Mittwoch ein Trainer auf die richtigen Bewegungsabläufe und auch darauf, dass das schmale Drachenboot keine Schlagseite bekommt. Denn Maskottchen Nika mag's auch lieber trocken. Aber nicht nur Nika ist immer dabei, auch Ingeborg Zielke. Bevor sie vor 3 Jahren den Verein Pink Paddler gründete, leitete sie eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs. Mit den Frauen hatte ich genug zu tun. Paddeln, Frauenselbsthilfe, passt. Also probieren wir es mal. Und dann haben wir halt so ganz langsam darauf hingearbeitet, haben auch Drachenboot herbeigeholt von Mainz und erfahrene Paddler. Die Frauen paddeln aber nicht nur für sich. Mittlerweile nehmen sie auch an Wettkämpfen teil. Da ist jetzt seit letztem Jahr so richtig, der sportliche Ehrgeiz geweckt worden durch das Monkey Jumble in Saarbrücken. Das ist eins der größten Drachenbootrennen in Europa. Und da dürfen dann auch die Pink Paddler mitmachen. Da waren wir, haben wir den 2. Platz belegt. Und jetzt sind sie auf den Geschmack gekommen. In diesem Jahr wollen die Pink Paddler wieder antreten. Mal abgesehen von der Sportart, tut den Ladies aber vor allem eines gut. Also Lachen ist ganz wichtig. Das ist die beste Medizin, finde ich immer. Und ja, ich hab sie alle lieb hier, ne? Der Seele geht's dadurch auf jeden Fall besser. Und nachdem die Muskulatur während der Brustkrebserkrankung gelitten hat, hilft das Paddeln, um wieder fit zu werden. Gerade dieser Sport ist optimal dafür, weil wenn man mal nicht mehr kann, fängt einem das Team auf. Man kann auch mal das Paddel reinholen, kann einfach mal durchatmen, kann die frische Luft genießen, den Kopf durchpusten lassen und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie schön das einfach gerade in der Anfangszeit für mich war, einfach mal eine Stunde abzuschalten und an nichts anderes zu denken. Die Pink Paddler gibt es in vielen deutschen Städten und mitmachen dürfen auch Nichterkrankte. Am Ende sitzen sie alle in einem Boot.